Willkommen zurück. Ich habe seit mehreren Episoden schon an der Synchronizität gearbeitet zwischen Facecam, Webcam und Audio, meinen Audioaufnahmen. Irgendwie passt immer irgendwas Kleines nicht und es ist immer out of sync. Untersuche Kalan. Ja, machen wir mal. Unautorisierte Eingabe. Zugang verweigert. Reden wir doch mit Reinhold. Ja. Mal schauen, ob es passt diesmal. Jax, welch seltener Besuch hier in unseren heiligen Hallen. Hey, ihr kennt Wie mich. ich sehe, hast du deinen Weg in schweren Zeiten wieder zu uns gefunden. Judikator Reinhold. Ja, in der Tat ist es schon lange her, dass wir die Waffen gegen unsere gemeinsamen Feinde richteten. Es ist beschämend, dass ich deinen weisen Worten keinen Glauben schenken wollte, als du uns Menschen vor der nahenden Katastrophe und den Wissenden berichtetest. Vergossene Milch. Ich muss zugeben, dass ich zuweilen ebenfalls daran zweifelte. Und doch sind sie da. Die fremden Eindringlinge mit ihren Türmen der Vernichtung sind genau das, wovor du uns immer gewarnt hast. Wichtiger ist es jetzt, an unsere Zukunft zu denken und den Feind zurückzuschlagen. Das tun wir, wie du siehst. Die Wunden, die uns geschlagen wurden, sind verheilt. Wir haben uns wieder gefangen und arbeiten an unserer Wiederauferstehung. Hilf mir. Ich brauche bessere Ausrüstung und gute Lehrer im Kampf mit der Waffe. Du hast also viel von deiner alten Stärke verloren. Der Krieg gegen die Alps hat uns allen damals sehr viel abverlangt. Und es scheint so, als würde die Lage sich in naher Zukunft kaum bessern. Der Krieg gegen die Alps war vor 6 Jahren und ist jetzt nicht mein Problem. Ich bin von einer der dunklen Kreaturen der Eindringlinge gebissen und mit ihrer Seuche infiziert worden. Darunter haben meine Kampffertigkeiten sehr gelitten. Vieles werde ich mir wieder neu erarbeiten müssen. Ich würde dir gerne helfen, doch ich muss in diesen schweren Zeiten an unsere Gemeinschaft denken. So wie du selbst sehen kannst, haben wir weder die Mittel noch die Zeit, dich auszubilden oder unsere Waffen mit dir zu teilen. Was für eine Überraschung. Du musst verstehen, du bist ein Außenseiter für uns. Jedes kleine Stück brauchen wir für unser eigenes Überleben. Klingt fast so, als wolltest du, dass ich mich euch Klerikern anschließe. Das wäre ein gangbarer Weg. Doch so wie du mir gerade vorkommst, brauchst du erst einmal eine Grundausbildung. Diese können wir Kleriker aber leider nicht leisten, Jax. Dazu fehlen uns die Ressourcen und das Personal, das wir dafür abstellen könnten. So wie es gerade ist, werden wir dir die Grundkenntnisse im Umgang mit unseren hochtechnisierten Waffen nicht vermitteln können. Was schlägst du stattdessen vor? Unsere Art zu kämpfen kommt den Kampffertigkeiten der Alps im Norden noch am nächsten. Also, solltest du dich uns anschließen wollen, dann gehe zu ihnen und mach dort deine ersten Schritte. Du willst, dass ich zu euren Feinden gehe? Sie sind nicht die einzigen, die uns nach dem Leben trachten. Von allen Übeln, die sich in den letzten Monaten erhoben, sind die Alps noch das Kleinste. Sobald du ihre Grundausbildung abgeschlossen hast, können wir noch einmal über eine Aufnahme in unsere Gemeinschaft sprechen. Wirklich? Als Commander der Alps war ich damals vornehmlich Meister der Elex-Kräfte. Andere Waffen gehörten erst viel später zu meinem Repertoire. Dann solltest du genau das wieder auffrischen, damit du auch eine brauchbare Bereicherung für uns Kleriker sein kannst. Das würde aber bedeuten, dass ich zu euch als Alp zurückkommen würde. Das warst du doch immer schon, oder? Lerne die Grundbegriffe hochtechnisierter Waffen. Dann rede mit Judikator Hagen. Er wird dir in all diesen Fragen zur Verfügung stehen. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Viel Glück Interessant. auf deinen weiteren Wegen.
Wir können zuerst bei den Alps beitreten Davon und verstehe ich nichts. dann Team wechseln. Jo, was gibt's hier? Was sagt mein Log? Vertraute Gefährte, Kaya. Da gibt es so viel zu tun. Cora, wo sind wir denn? Da jetzt schon. Was? Der ist schon am Ende. Da sind wir richtig, okay. So viel zu tun und ich will wieder nur kämpfen. Ich will doch nur kämpfen. Was bist du, ein kaputter Automat? Was da wohl drinnen gab, Brot. Ist auch gratis, wie schön. Dieses Lager der Kleriker hat seine Vorteile. Kurze Kommunikationswege, überschaubare Population. Im Hort war dies noch gegenteilig. Warum funktioniert... Ich bin gleich für dich da. Gib mir eine Sekunde. Warum funktionierst du Scheißding nicht? Also nochmal von vorne. Servomotor, check. Hydraulik, check. Helixzufuhr, check. Zentrale Prozessoreinheit? Ach, was weiß ich. Jetzt habe ich Zeit für dich. Was Gut. kann ich für dich tun? Beziehungsweise, vielleicht kannst du auch etwas für mich tun. Kennst du Natürlich. dich mit Kampfmaschinen aus oder Drohnen? Was ich wissen will, ist, verstehst du was von Befehlsabläufen, also Befehle technischer Natur? Ist das Problem die Anzahl der Taktzyklen oder die Ermittlung der endgültigen Speicheradresse? Was? Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Ich komme schon klar. Also, was wolltest du noch gleich? Hagen schickt mich. Du sollst mir ein Fertigungsprotokoll aushändigen. Natürlich. Gut, dass du zu mir kommst. Ohne meinen Schlüssel hättest du lange danach suchen können. Das Protokoll liegt in meiner Truhe. Reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen etwaigen Langfingern ja keine Anreize bieten. Gut, sonst noch was? Nein, du kannst den Schlüssel zusammen mit dem Protokoll bei Hagen abgeben. Ich hole ihn mir später zurück. Bildest du auch Techniker aus? Dafür fehlt mir die Zeit, genau. Aber ich habe Vivien mal mit einem Schraubenschlüssel jonglieren sehen. Nicht, dass sie auch nur ansatzweise mit mir mithalten kann, aber wie man eine Dose öffnet, dafür reicht's bei ihr. Geh und frag sie. Du findest sie in der Händlermesse. Jo, mach ich Was dann. machst du hier? Ich löse unsere Probleme. Zumindest ist das mein Ziel. Die Blechkameraden, an denen wir herumschrauben, sollen über kurz oder lang unseren Mangel an Soldaten wettmachen. So wie es aussieht, dauert das noch eine Weile. Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe bereits einen Prototypen, der nur darauf wartet, getestet zu werden. Ich gehe testen. Und ich muss sagen, dass wir ihn so weit haben, ist einzig meinem Können zu verdanken. Nicht jeder schafft es, mit einem Stück Draht und ein paar Gummibändern diese Ergebnisse zu erzielen. Du musst wissen, ich wurde von Meister Godehard, der Schöpfer hab ihn selig, ausgebildet. Der war eine Koryphäe auf dem Gebiet. Leider macht mich das hier auch unersetzbar. Ich finde nicht mal die Zeit, meinen Prototypen einem ordentlichen Feldtest zu unterziehen. Ich mach das, ich mach das. Nein. Wenn Ja. du willst, teste ich ihn für dich. Oh, ja, ich meine, warum eigentlich nicht? Ich würde ihn zwar gerne selbst testen, aber okay. Pass auf, ich setze den Prototypen auf eine Routine außerhalb der Burg. Ich will, dass du ihm folgst. Er ist Yes, darauf yes, programmiert, die yes. Kleriker vor Feinden zu beschützen. Du solltest ihn also dabei beobachten, wie er aktiv nach Bedrohungen sucht und diese bekämpft. Stopp die Zeit, wie schnell er seine Feinde besiegt. Dadurch kann ich seine Effizienz überprüfen. Er sollte in etwa 37,5% schneller im Erkennen von Bedrohungen sein als herkömmliche Kampfmaschinen. Verstanden. Gut, dann warte kurz. Ich schicke ihn auf seine Wachroutine. Mach dich bereit, ihm zu folgen.
Einheit ZX-01. Neue Routine initialisieren. Routine Alpha 1 mit Subroutine B ausführen. Diese Anzeigen hier sind etwas merkwürdig. Was zum... Oh, da geht's ab. Mich beschleicht so das Gefühl, dass ich noch ein bisschen an diesem Prototypen arbeiten sollte. Nee. Kein Scheiß. Es tut mir leid, ich muss wohl irgendwas in der Feinderkennung falsch kalibriert haben. Nee. Zum Glück konnten wir ihn zerstören. Nur schade, dass ich jetzt von vorne anfangen kann und einen neuen Prototypen entwickeln muss. Trotzdem danke, dass du mir helfen wolltest. Ich melde mich bei dir, wenn ich erneut einen Prototypen zum Testen habe. Falls du dann überhaupt noch helfen willst. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch. Eher, nimm das. Als kleine Gefahrenzulage, sozusagen. Jo, Kino. Das ist nicht gut. Ich nehme eure Loot. Habe ich den gelootet jetzt? Ja, das habe ich. Du bist nicht so gut im Mast, oder? Du, Skimo. Fernkampfwaffenwerkbank. Wo ist meine Doppelläufige? Oh, puh. Das ist der Bogen, den ich genau benutze. Den kann ich upgraden. Was Minusschaden. Ne, Plusschaden, wenn ich ihn upgrade. Upgraden. Upgraden. Hey, Mamopi ist her. Overpowered bis zum geht nicht mehr. So, was haben wir? Das ist mein neuer Bogen. Das sind die alten zwei. Beste Bogen, besser die doppelläufige. Verdammt! Ich zerlege. Oh. Wie overpowered wollte ich noch, dass ich bin? Unglaublich. Ich kann da wieder Klebeband klauen. So, wo wolltet ihr jetzt, dass ich hingehe? Hier oben. Das ist ganz oben. Ich kann einfach mal aus seiner Truhe klauen. Wird doch alles gebraucht. Mal sehen, ob Hagen jetzt mit ein paar brauchbaren Informationen herausrückt. Ups. Ja, ja, komm schon. Schaffst du's? Die alte Flagge haben sie noch, aber die coole rote Rüstung nicht mehr. Der einzige Grund, warum ich beigetreten bin. Die coole Rüstung. Ich bin nicht gut genug. Ah, wahrscheinlich war der Code am Bericht unten. Schauen wir nochmal rauf auf den Bericht. Wenn ich schon Bericht an Mechanikers. 42, ne. Ne. Dann gehen wir noch zu Vivian und dann ist Zeit für Action. Die Maschine war zu wenig Action für mich. Auch mehr Action. Mehr. Melgorsamst, keine Rückmeldung erfolgt. Kundschafter bleiben vermisst. Und der Suchtrupp? Ist ohne Ergebnis zurückgekehrt. Verdammt nochmal, der Befehl war eindeutig. Morgen um 0600 soll er wieder ausrücken. Ist das klar? Jawohl. Wegtreten. Aufklärer, die nichts aufklären. So kann's nicht weitergehen. Alles klar? Du wirkst unzufrieden. Was du nicht sagst. Fahnenflucht steht dieser Tage vor Pflichterfüllung. Egal, das Fernbleiben unserer Kundschafter soll nicht deine Sorge sein. Gib mir das Fertigungsprotokoll. Hier. Gut, das wandert gleich in den Müll. Und jetzt beantworte mir folgende Frage. Hast du neben dem Protokoll sonst noch etwas eingesteckt? Elexit aus Kenos Truhe beispielsweise? Ja.
Das Protokoll war nichts weiter als ein Köder, richtig? Offensichtlich. Sag mir, was ich hören will. Dann verrate ich dir, warum ich ihn gelegt habe. Also, hast du das Elixid aus Kenos Truhe entwendet? Ups. Ja, ich bin euch auf den Leim gegangen. Glückwunsch. Mit einer Lüge hättest du dich auch nicht retten können. Klug von dir, es nicht versucht zu haben. Oh. Angesichts der Umstände werden dich meine Wachen aus der Burg befördern. Diebe beherbergen wir nicht. Nicht so schnell. Du bist mir noch eine Antwort schuldig, warum du den Köder gelegt hast. Meine Bedingung lautete, erzähl mir, was ich hören will. Und das hast du nicht getan. Die Information über die ID-Karte werde ich dir somit vorenthalten. Mm. Oder hast du noch etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich weiß, was deinen Aufklärern zugestoßen ist. Was? Woher? Raus mit der Sprache. Alle tot. Sie sind den Fremden zum Opfer gefallen. Denkst du, ich durchschaue deine Finte nicht? Du machst mir doch etwas vor. Soll ich dich zu ihren Leichen führen? Sie liegen an der Grenze zu Ignadon. Dann sprichst du die Wahrheit. Ich habe sie tatsächlich dorthin entsandt. Heißt das, wir sind quitt? Nein, aber ich will nicht undankbar sein. Ich beschränke das Strafmaß auf die Summe, die in Kenos Truhe lag. Das dann gar nichts. Sagst du mir jetzt, was es mit der ID-Karte auf sich hat? Natürlich, ich stehe zu meinem Wort. Der Kerl, dem wir diese Karte zugeteilt haben, war vor einiger Zeit hier. Kam von draußen, so wie du. Hat sich schnell in unserer Gemeinschaft eingelebt, konnte gut mit Technik umgehen. Deshalb habe ich ihn Keno zugeteilt. Das war ein Fehler. Es hat nicht lange gedauert und er hat sich mit einigem Zeug davon gemacht. Was genau hat er mitgenommen? Hauptsächlich Metall und ein paar Drähte. Keine Ahnung, was er damit wollte. Ich nehme an, du kannst mir das erzählen. Nein, aber ich habe die Information, die ich wollte. Ganz abnehmen kann ich dir das nicht. Egal. Wenn du ihn findest, schick ihn her. Ich würde ihn mir gerne einmal zur Brust nehmen. Peter. Reicht auch ein Teil von ihm. Ansonsten wird's schwierig. Dann vergiss es. Aber ich habe eine andere Bitte an dich. Wenn du wieder unterwegs bist und jemanden mit Führungsqualitäten triffst, schick ihn her. Du hast ja mittlerweile mitbekommen, dass wir auf allen Ebenen Schwierigkeiten haben und ich brauche dringend Entlastung. Ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen. Werd's mir merken. Gut, mehr verlange ich nicht. Ich schicke Fox vorbei. Der scheint Führungsqualitäten zu haben. Kein besserer Mann als Fox. Okay, wo ist Vivian? Klebebänder. Die kriege ich hier gratis. Wenn dann was. Kino. Was sagt die Karte? Sie wollen, dass ich wieder rausgehe. War da nicht eine Mission? Nee, das ist es auch nicht. Ich habe nicht wirklich was bekommen hier zum Arbeiten. Seine Mission war für Dreck. Ja, wir schauen uns um. Vielleicht finden wir Vivian. Wenn du was kaufen willst, geh zu meinen Händlern. Sie verkaufen dir, was wir entbehren können. Ach. Kannst du hiermit etwas anfangen? Gib mal her. Wer hat dir das Stück denn untergeschoben? Man hat mir gesagt, du würdest ihn mir abnehmen. Was soll ich mit einem Stück Schrott anfangen? Das ist Gold, kein Schrott. Sieh doch, die Legierung dieser Kostbarkeit ist nichts weiter als Eisen und Goldfarbe. Und beim Eisen bin ich mir nicht einmal sicher. Da hat dich jemand kräftig über den Tisch gezogen. Ja, natürlich. Wir sind in Elex. Bist du dir ganz sicher? Absolut. Da besteht kein Zweifel. Der Künstler, der dieses Werk geschaffen hat, wusste jedenfalls, wie man es täuschend echt aussehen lassen kann. Von wem reden wir eigentlich? Immerhin scheint mich der Kerl zu kennen. Er sagte, sein Name sei Hank. Hank?
nie gehört. Aber wer solche Geschäfte tätigt, wird wohl kaum seinen echten Namen benutzen. In jedem Fall wusste er nicht, dass ich die Fälschung erkennen würde. Schließlich verstehe ich mich nicht nur aufs Handeln. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch abfangen, bevor er das Weite sucht. Keno sagt, du kennst dich mit Technik aus. So? Ich bin mir sicher, er hat sich nicht so gewählt ausgedrückt. Für gewöhnlich küsst er sich selbst den Hintern und rückt mich in ein schlechtes Licht. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ist dir nicht entgangen, dass er eine glatte Fehlbesetzung ist? Yep. Aber weil er vor mir hier angekommen ist, denkt er, er hätte ein Anrecht auf den Posten. Dabei war ich schon in der Kuppelstadt für seinen Bereich verantwortlich. Und warum unternimmst du nichts dagegen? Ach, wozu? So wie er sich anstellt, dauert es sowieso kein Jahr und er liegt unter der Erde. Außerdem werde ich hier gebraucht. Würde ich mit ihm tauschen, wäre unsere Versorgung in 2 Tagen dahin. Aber wenn du willst, unterrichte ich dich. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, versteht sich. Wir wissen's. Bring mir was bei. Sicher doch. Können wir sogar. Warte mal. Können wir nicht? Was fehlt hier? Wirklich. Mist. Das wollen wir auch. Was wollte ich da? Sockel einsetzen. Warum nicht? Okay. Was machst du hier? Mein Job ist es, die Vorräte in der Burg zu katalogisieren und zu rationieren. Und damit habe ich eine Menge zu tun. Wenn du also nichts Bestimmtes willst, würde ich es begrüßen, wenn du mich nicht weiter stören würdest. Brauchst du Hilfe bei deiner Arbeit? Ach, da liegt der Wühler begraben. Du suchst einen Job. Immer. Also, wenn du helfen willst, gibt es etwas, was ich immer brauche. Vorräte. Wenn du also haltbare Nahrung hast, die du loswerden willst, immer her damit. Irgendwie ist unsere Handelskolonne verschütt gegangen und es treffen keine weiteren Vorräte ein, was ein echtes Problem darstellt. Was ist mit deiner Händlerkolonne passiert? Wenn ich das wüsste. Sie müssten längst wieder hier sein. Sie sind tot. Aber wenn du sowieso gerade Arbeit suchst, ich würde dich gut bezahlen, wenn du sie finden und ihnen helfen würdest. Das heißt, falls sie noch leben. Ausreichend Nahrung ist eminent wichtig für den Erhalt einer Gesellschaft. Ich denke, wir sollten die Zeit aufbringen und ihr helfen. Auch wenn dein Freund sich kompliziert ausdrückt, liegt er nicht falsch. Eure Hilfe wäre mir willkommen. Ich habe Vorräte für dich. Ich nehme dir allerdings nur größere Mengen ab. Mit einzelnen Dosen kann ich nichts anfangen. Zeig mal, was du dabei hast. Hat Mr. Frank nicht 10-mal? Kriege ich dafür was? Ich habe Dosenfleisch für dich. Danke dir. Hier, deine Bezahlung. Nicht wert. Nicht wert. Wegen der Händlerkolonne. Ich werde sie für dich finden. Es soll nicht zu deinem Schaden sein. Ich werde dich angemessen bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie ihre Handelsrouten wieder aufnehmen. Und wenn sie tot sein sollte, tja, dann weiß ich zumindest, dass ich nicht mehr warten brauche. Sie sind doch immer tot. Zuerst zurück zu Hank. Wo ist er? Gute Typen. Ja, da gibt es schon viel zu viele Missionen hier. Ich weiß eh, wo er sein soll. Einfach dorthin. Ist das das Fort? Fort, passt. Hank! Hank! Jetzt sind wir so tief in jeder Stadt drinnen, dass wir noch Redemissionen wahrscheinlich haben. Ein Problem? Nee, passt. Und heute kann ich dann jagen gehen auch. Und mit, wie hat der andere geheißen? Skinny? Mit dem kann ich dann auch mal reden. Ach, er ist doch schon längst weg, dieser Hank wahrscheinlich. Keine Spur von Hank. Ja. Vielleicht weiß einer der Heiler ja etwas. Alles klar, Sid. Nichts auf der Welt sollte geheim sein.
So typisch. Tauschgeschäfte mit Hank, da. Mit einem der Heiler meint er diesen Heiler. Weißt du, wo sich Hank aufhält? Dein Haustier suchst du besser woanders. Und wenn das Vieh meine Tiegel oder Tinkturen verunreinigt, ziehe ich dich zur Verantwortung. Natürlich. Hank, der Händler. Was? Wie? Händler? So einen gibt's hier nicht. Du musst ihn kennen, er sagte... Bursche, wenn ich dir sage, dass ich den Stein der Weisen gefunden habe und jetzt in der Lage bin, Gold herzustellen, glaubst du mir das dann auch? Hier findest du ihn nicht. Überhaupt sind Lügner eher bei Baxters Leuten zu finden als bei uns. Also ist er im Fort, in einem anderen Fort. Oh. Ich bin wieder umsonst hergereist. Mit Skinny. Ist der wirklich Skinny? Habe ich mich geirrt? Nein, der heißt Skinny. Ich bin dabei. Ich werde für euch arbeiten. Bist du wahnsinnig, sowas hier am helllichten Tag herumzuposaunen? Hier sind so viele Ohren. Triff mich heute um Mitternacht wieder an derselben Stelle wie letztes Mal, neben dem Eingang zum oberen Viertel. Die Laufburschen-Missionen. Lauf hier hin, dann lauf dorthin. Er hat gesagt, ich soll zu ihm am Stand kommen. Und jetzt hat er gesagt, ich soll zu ihm zurück. In der Mitternacht. Dort, wo wir uns früher getroffen haben. Das heißt, er hat mich viermal woanders hingeschickt. Zuerst hat er gesagt, ich mich in der Mitternacht dort. Dann schickt er mich wieder zum Stand. Jetzt schickt er mich wieder in die Mitternacht rüber zu ihm. Warte mal. Was zeigt es mir diesmal an? Das zeigt mir wieder unten an. Nee. Dann wird er wohl da sein. Oh, mich rumzuschicken. Wirklich. Wirklich, er ist nicht da. Was kommt da gerade erst auf der Karte? Ah, verdammt. Ja, er kommt gerade erst auf der Karte. Ich habe zu tun. Wenn du was willst, komm später wieder. Ich will was. Goddammit, Skinny. Komm her. Ich bin dabei. Ich werde für euch arbeiten. Okay, pass auf. Ich kann dir natürlich nicht direkt unser Versteck zeigen oder dich den anderen vorstellen. Wir brauchen erstmal, sagen wir, eine Art Vertrauensbeweis. Was meinst du damit? Ich will, dass du dir die Finger schmutzig machst. Du verstehst schon. Ein Vertrauensbeweis eben. Damit wir wissen, dass du bereit bist, ein Risiko einzugehen. Und natürlich, um deine Fähigkeiten als Dieb zu testen. Kein Problem. Was soll ich stehlen? Ich will, dass du einen Ring klaust. Nur einen Ring? Es ist natürlich nicht irgendein Ring. Es ist ein wertvolles Erbstück eines reichen Händlers, der im oberen Viertel wohnt. Ich bin kein guter Taschendieb. Das ist glücklicherweise auch gar nicht nötig. Aufgrund meiner Arbeit als Koch habe ich freien Zugang ins obere Viertel. Ich muss von dort die Zutaten für meine Küche holen. Ich weiß, dass ein Händler dort einen geheimen Hintereingang in sein Haus hat. Einen Fluchtweg sozusagen. Dieser Weg raus ist deine Eintrittskarte hinein. An der Außenfassade wirst du eine Vorrichtung finden, die dir den Weg öffnet. Der Job ist kinderleicht. Öffne den Geheimgang, schleich dich nachts ins Haus des Händlers und klaue ihm den Siegelring. Alles klar? Dann komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ach, fast hätte ich es vergessen. Die Vorrichtung benötigt einen Schlüssel. Dein Glück, dass ich den Schlüssel des Händlers bereits kopiert habe. Praktisch. Nicht wahr? So, jetzt mache ich mich aber auf. Wir sehen uns, wenn der Job erledigt ist.
Oh. Ich krieg das extra markiert. Ach Gott, damit. Hier. Naja, ich habe den Weg schon gesehen. Da war's. Skinnys Schlüssel scheint zu passen. Der Zugang ist offen. Ist das ein Hinterhalt? Besser, ich mach die wieder zu. Was jetzt? Oh, ups. Oh. Da wird doch alles gestohlen. Und dann der Händler gekillt mit einer Schrotflinte, ganz leise und unauffällig. Chili con carne gehört mir. Pokal? Den habe ich mir sowieso verdient. Heiltrank? Natürlich. Ich weiß doch gar nicht, wie man klaut. Erledigt. Ich sollte Skinny den Ring bringen. Aber vielleicht gibt es ja noch weitere Lote. Oh, Park! Er schleicht sich einfach im Vorderweg rein. Unglaublich. Oh, was war da? Sehe ich doch Schwerter. Ich bin nicht gut genug. Mist. Goddammit, Falk. Was für ein Psycho. Mist. Das brauchen wir sicher als Heilung später. Okay. Besser, ich mach die wieder zu. Ja. Park kann ich sowieso durch Seattle, wie es ausschaut. Kann ich jetzt ganz normal mit Mr. Skinny reden? Ist wieder zu weiter weg. Die schicken mich wieder hin und her. Ich hasse Diebe. Ich stille selber ziemlich viel eigentlich. Ja, wurscht. Alles gegen Red. Ich habe den Ring für dich gestohlen. Den hast du nicht für mich besorgt. Dieser Ring ist deine Eintrittskarte in unsere Welt. Behalte ihn. Vorerst. Hast du den Geheimgang wieder geschlossen? Wäre schließlich dumm, wenn jemand merkt, dass du ihn benutzt hast. Hältst du mich für einen Amateur? Das gefällt mir. Du wirst ein gutes Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft abgeben. So, und jetzt komm mal mit. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Wo gehen wir hin? Keine Fragen. Folgt mir einfach. Sind wir schon da? Ich zeige dir nur den Eingang. Durchgehen musst du alleine. Sind wir schon da, Skinny? Wir arbeiten autonom. Das heißt, niemand weiß, dass ich dich getestet habe. Aber das letzte Wort hat sie. Wenn sie dich für vertrauenswürdig hält, gehörst du zu uns. Kaya? Und wer ist sie? Hab ich nicht gesagt, keine Fragen. Chloe. Du wirst sie gleich kennenlernen. Get Kaya? Dead. Ist es Kaya? Wir sind fast da. Hier ist euer Versteck? Natürlich nicht. Schau mal auf den Boden. Durch die Falltür musst du durch. Warte kurz, ich entriegle sie für dich. Dass wieder eine Falle ist? Erledigt. Vergiss nicht, Alex, den Tunnel wieder zu schließen, wenn du gehst. Ich geh dann mal. Warte mal, kommst du nicht mit? Nein, da musst du jetzt alleine durch. Viel Glück. So, offen. Smooth. Wen haben wir hier? Irgendeinen Bekannten? Ja, sagt mir nichts. Willkommen im Untergrund. Ja, links und rechts fahren. Da
Das stört doch keinen, setzt doch Diebe, oder? Skinnistruhe. Einfach links und rechts fahren, wird schon passen. 15 Wasser. Was haben wir hier? Auftragstruhe. Ich bin Jasma, aber bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe nicht mal Interesse daran, wo du herkommst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Aber sind wir uns nicht schon mal begegnet? Keine Ahnung, und es ist mir auch egal. Die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Sie schließen sich anderen Zellen an oder sterben im Einsatz. Ich habe einmal zu oft jemanden verloren, der mir wichtig war. Daher halte ich nicht viel davon, Bekannte oder Freunde in unserem Netzwerk zu haben. Du scheinst nicht überrascht zu sein, dass ich hier bin. Dein Erscheinen bedeutet, jemand aus unserem Netzwerk verbirgt sich für dich und hat dir unser Versteck gezeigt. Du bist nicht ohne Grund hier. Du hast dich bewiesen. Wie geht es jetzt weiter? Ich nehme an, man hat dir aufgetragen, einen Gegenstand zu stehlen? Gib ihn mir. Gut. Ich verwahre ihn für dich. Wir wollen ja nicht, dass ihn jemand findet und dich deswegen einsperrt. Kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Warum bist du hier? Ich will Red töten. Ich soll im Auftrag der Berserker herausfinden, wer hinter der Propaganda im Vor steckt. Es erfordert viel Mut, in die Höhle des Monsters zu schleichen und ihm zu sagen, dass man hier ist, um es zu töten. Achso. Ich respektiere das. Ihr wusstet Bescheid? Von Anfang an. Wir sind die Krallen. Wir wissen alles, sehen alles und hören alles. Du solltest uns niemals unterschätzen. Wenn ihr alles wusstet, wieso habt ihr mich zu euch geführt? Ich habe das veranlasst und Skinny geschickt, um dich zu testen. Wir hoffen, dich für unsere Sache gewinnen zu können. Als Vertrauensbeweis werde ich dich wieder ziehen lassen. Lebendig. Erzähl mir mehr über euch. Alles zu seiner Zeit. Ich will, dass du das hier nimmst. Propagandazettel? Was soll ich damit? Aufhängen? Sie sollen als Beweis dienen, dass du uns gefunden hast. Wir haben vor dem Fort eine alte Ruine so hergerichtet, dass sie den Eindruck erweckt, wir hätten uns dort aufgehalten. Bring Wolf diese Zettel und sag ihm, du hast unser Lager gefunden. Schicke ihn dann zu der von uns präparierten Ruine. Wenn du das tust, brauchen wir uns vorerst keine Sorgen mehr zu machen. Dann werde ich dir alle deine Fragen beantworten. Fulminant. Fulminant? Regel deine Sachen mit Jasma. Solange sie dir nicht vertraut, vertraue ich dir auch nicht. Ich glaube, ich kann noch was verkaufen, die Episode beenden und dann weitermachen mit den Laufquests in dieser Stadt. Ich dann Richtung Outriders, Gott, der mit Patrick. Outlaws schicken, mich selber Richtung Outlaws schicken oder weiter mit den Klerikern machen. Ach, ich mal vorher nochmal bei der Kaya Hallo sagen. Schaffe ich sie rauf? Komm schon, Vetter. Ja, gute Arbeit. Später. Ich habe jetzt mit meinem eigenen Kram genug zu tun. Dann halt nicht. Okay. Ich gehe Sachen verkaufen. Wollte lang genug sein, die Episode. Viel zu lange. Jupp. Bis später.